Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play Fallout New Vegas. Wir sind hier im Forschungszentrum X18, glaube ich. X13. Diese Dinger da lassen sich mit irgendeiner Strahlenkanone abschießen. Ich weiß nicht welcher. Ja. Genau. Und wir gucken einfach mal. Hier hat jemand gegen Geld bei Bier Schach gespielt anscheinend. Ja. Aua, aua, aua. Ja. Ein Forschungsterminal. Was haben wir denn hier? Wegen Feldpistolenprototyp. Wir haben erfolgreich die Kapazitätsmodul. Das haben wir schon mal. Handschuhforschung. Ich habe mit Murri daran gearbeitet, die Handschuhe an den Rumpf anzupassen und ein paar Verbesserungen entwickelt, die die Handbewegungsgenauigkeit des Benutzers stark erweitern sollten. Ich habe Reddings, neue gummierte Dämpfmischung adaptiert und habe es auf die Handflächen und andere sich schnell abtragende Oberflächen aufgetragen. Wenn sich der Anzug erstmal an den Benutzer angepasst hat, sollten die Vorteile dieser Upgrades offensichtlich sein. Ja, das denke ich auch. Da ist nichts, ein beschädigter Prototyp. Ist okay. Ist okay? Dass da nichts ist. Handschuhe. Was haben wir hier? Eine Prototyp-Brustplatte. Aha. Steht da was zu? Ich habe Kails letztes Firmware-Update auf den Anzug hochgeladen. Ich glaube, Kail hat sich diesmal selbst übertroffen. Sich selbst updatende Firmware ist ein genialer Zusatz zu diesem System. Wenn wir den Anzug verbessern, wird er während des Testens automatisch die neuen Systeme an die Spezifikation des Benutzers anpassen und die Funktionen freischalten, sobald sie online kommen. Das wird hunderte Stunden an Einstellungsformulei einsparen. Notiz für mich. Kail ein Fass meines berüchtigsten Kampfgebräus machen. Also. Aha, beschädigte Prototypen, ein Buch. Chinesische Armee, Trainingshandbuch für Spezialeinsätze, macht Schleichen höher. Das ist praktisch, weil das können wir gebrauchen. Okay. Wow. Hier haben wir Sorge, dass irgendwo was ist, ne? Ein Terminal. Hochachtung. Hochachtung für den Bohnen-Roten-Zusatz für die VR-Simulation. Ich mag die Hans- und die Bohnenranke-Anspielung, Kumpel. Ich hoffe, Carlos kriegt keinen Anfall. Pass auf mit dem Typen. Er hat sich schon immer mehr als nur ein bisschen über Kleinigkeiten aufgeregt. Ich musste meine Kampfgebräunlage in X12-Lager rumbringen, nachdem er bei den Projektleitern einen Prohibitionsanfall darüber hatte. Testsubjekt beobachten. Ja, ja, machen Sie die Tests, wenn die das von mir fernhält. Ich gehe wieder runter zu den Käfigen, um zu sehen, ob ein Schlag mit dem Viehtreiber ihre Fähigkeiten auslöst. Die anderen Projektleiter werden in ein paar Tagen vorbeikommen und wir müssen in der Lage sein, Fortschritte zu präsentieren. Antwort, Antwort, Antwort. Warum zur Hölle schicken Sie mir diese Nachrichten? Sie arbeiten ein paar Schritte weg von mir. Bringen Sie Ihren Hintern hier rüber und sagen Sie, was Sie zu sagen haben. Hören Sie auf, meine Zeit mit diesen unauffälligen Nachrichten zu verschwenden. Naja, haben wir schon mal. Ein Terminal. Bewegen Sie Ihren Hintern, Batz. Das ist das letzte Mal, dass ich dich warne, Batz. Ich sehe das Comic-Heft aus deinem Feldhandbuch herausragen. Du überlistest mich nicht, Schmierbratz. Das nächste Mal, wenn ich dich beim Faulenzen sehe, schreibe ich eine Strafnotiz und du kannst deine freie Zeit damit verbringen, die Mittelanlagen zu polieren. Also. Okay, da geht's noch runter. Gibt's auf diesem Stockwerk nix? Ein Luxus-Chemiekasten. Es scheint eine ausreichend chemische Komponente zu geben, um eine kleine Menge Medikamente herzustellen. Ja, ich würde Stimpacks herstellen. 5, ja.
Da ist noch ein Sicherheitsterminal, ein Forschungsterminal. Nachtbierstoffforschung. Ich glaube, dass das neueste Serum sich als Erfolg erwiesen hat. Unter menschlicher Beobachtung bleiben die Kreaturen sichtbar, aber ein paar der Nachtaufnahmen zeigen, dass das Serum wirkt. Die Tiere scheinen zu lernen, wie sie ihre neue Tarnfähigkeit nutzen können, werden niemals beobachtet. Vielleicht gibt es eine körperliche Einschränkung oder irgendeinen psychischen Effekt der Fähigkeit, die die Nutzung unter Zwang verändert. Ich denke, ich werde mit dem Testen der Tiere unter Stress am Montag als allererstes fortfahren. Server-Schnüffler. Die VR-Simulation ist nicht in Ordnung. Verdammt. Klingt, als ob es irgendwo in der Software einen Bug gibt. Ich hoffe, dass der nicht die Anzugssysteme versaut. Ich habe gerade erst übers Wochenende die Firmware für Mori anpassen lassen. Erzählen wir Carlys fürs Erste, dass wir Stromprobleme haben und konzentrieren uns auf die Web-Contests, bis wir den Anzug für Tests außerhalb des Labors fertig haben. PS, löschen Sie diese Nachricht so schnell wie möglich. Ich will nicht, dass Carlos mich deswegen belästigt. Eine X13 Versandnotiz. Ihre Lieferung für Viehtreiber ist heute angekommen. Ich möchte Sie daran erinnern, dass unsere Systeme dazu gebaut wurden, Infiltration von feindlichen Agenten zu verhindern, nicht gegen interne Bedrohungen zu schützen. Falls Sie irgendwelche Tests an Kreaturen durchführen, leiten Sie diese Aufgabe bitte an die Tierversuchseinrichtung weiter. Wie Sie mit dem Schallmeter sehen konnten, vertragen unsere Kraftfelder keine Stromschwankungen. Mhm. So, was haben wir hier hinten? Ein Schlüssel. Vielleicht könnte ich das Sicherheitsterminal nutzen. Aufzug der Testkammer entriegeln. Zugriffverweigerung. Um dieses Terminal zu aktivieren, rüsten Sie sich bitte mit 10 Tarnanzug an aus. Okay. Den habe ich nicht. Metallkiste, Metallkiste, das Wunderkleber können wir nicht gebrauchen, fällt mir gerade mal ein. Ach ja, wären wir bei Fallout 4, dann wäre der Wunderkleber jetzt richtig nützlich. Dr. Callus mit einem Viehtreibestab. Boah. Okay. Der sieht nach richtig schrecklichen Forschung aus. Wobei wir zuerst dann ist die Frage. Okay. Was zur Hölle ist hier hinten? Ich dachte, ich hätte Hunde gehört. Aktivieren, immer noch seltsam. Am Destillationsapparat ist eine Notiz mit folgenden Zutaten angebracht: ein Wodka, ein Mutantenhöhlpilz, ein saftiges Grün. Ja, gut. Ein Wodka. Was war das? Ein Wodka und Mutantenhöhlenpilz und ein saftiges Grün. Ah ja. Mutantenhöhlenpilz ist das Problem wahrscheinlich. Ah ja. Ist jetzt nicht so dramatisch. Aber hier ist sonst nichts, ne? Wo, wo, wo? Okay. Okay. Ich wusste, dass ich Hunde gehört habe. Mensch. Aha. Nein. Alter, die machen so viel Scheißschaden, ne? Habe ich dich. Viech. Oh.
Okay. Ich wollte wissen, ob irgendjemand den Tarn hat zu Kathmandin. Aha. Das ist so elendig, ne? Okay, das auch gut. Dass dieses Wetz manchmal einfach so gar nicht funktioniert. Hier ist nichts, hier kann ich wahrscheinlich nicht weiter, ne? Ist das wirklich schon so spät? Ihr Leute, ja, ihr Leute, mit dem Nachtpischer ist Schluss für heute. Okay. Ich glaube, hier ist sonst nichts. Oder? Warte mal. Ne, ein Upgrade muss hier noch sein. Wow! Siehst du, jetzt zum Beispiel, ne? Ich habe tausendmal links geklickt, ja, passiert nichts. Okay. So, eine schwere Tür. Ich hoffe, dass dahinter der Tarnat zu. Okay. Was ist das? Achso. Ja. Eine VR-Simulationsnotiz. Okay. Das wollte ich. Das wollte ich. Schade mit der Notiz. Da. Ich habe mit meinem letzten Atemzug schreibe ich, wie sehr ich das VR-System hasse. Es hat uns getötet. Jetzt werde ich es töten. Was ist das? Frage, wie komme ich hier hinter? Wo krieg ich denn diesen scheiß Katana-Zug her? Kann's nicht sein. Ja, hat ihn keiner. Was ich am ehesten geglaubt hätte. Wo ist das Ding denn nur? Ich verstehe es halt einfach nicht. Ein Schreibtisch. Einfach nur irgendwelche Korken. Ja. Das ist jetzt Kacke. Ich habe auch nichts bei Kleidung, oder? Nee. Hier versuch's mal so. Da ist ein beschädigter Prototyp, ja, aber. Gibt's da kein unbeschädigtes Teil zu? Scheinbar nicht. Dr. Carlos.
Okay, vielleicht muss sie ja einfach nur nackt sein. Man weiß es nicht, man munkelt. Nein. Das ist doch kacke, ist das doch. Kann ich doch nichts machen, wenn ich das nicht hab. Das kann ich auch nicht nutzen. Gehen wir nochmal zurück. Vielleicht habe ich ja was übersehen. Alter, habe ich mich erschrocken. So, Forschungsterminal. Nee, das ist nur die Umforschung, etc. Aha, sie haben den Auditiv-Tarner zugehalten. Er kann nicht nur durch Testen in X13 verbessert werden, es hat auch Medex und Stimpex Reserve für alle ihre Schmerzstillbedürfnisse. Medex und Stimpex nicht enthalten. So. Ja, oh, natürlich. Ein so ein Hund, ne? Und hey. Richtiger Köter. So. Jetzt können wir das Ding nutzen wahrscheinlich, ne? Ja. Hallo. Freut mich, dich kennenzulernen. Vor wem kann ich dich heute verbergen? Ja. Wir haben genug Stimpaks. Ich habe davon in dem Test. Die Medex-Reserven sind aufgebraucht. Habe ich nämlich gelesen, dass das halt ständig anscheinend kommt. Irgendwie, Reserven sind aufgebraucht. So. Wetten, dass noch niemand so unbemerkt war wie ich? Mhm. Datenerfassungsfeld online. Bitte verwenden Sie das unten stehende Terminal, um die Benutzersynchronisierung zu beginnen. Natürlich. Forschungsterminal, Nachtpirscher Forschung, das hatten wir alles schon. Oh, nein! Was war das denn? Für eine Unfähigkeit. So. Aha. Okay, dann. Okay. Was? Nachtpirscher Saft, ach so. Metall mit. Oh, Vorkriegsgeld war da. Nix sonst. Aha. Webcon, natürlich. Ja. Ein Luxus-Chemiekasten. So. So, was haben wir denn sonst noch so? Was haben wir denn hier? Ein Terminal. Was zur Hölle? Ist ein sein verdammtes Problem. Alles, was ich getan habe, war die letzte Ausgabe von La Fantoma zu lesen. Und dieser Griesgram Kerlos nennt sich ein Schmierbratz. Was zur Hölle ist überhaupt ein Schmierbratz? Lustig, haha, mein Name ist Butz. Der Witz war schon in der Schule veruralt, mieser Snob. Tut mir leid, musste das loswerden. Schauen Sie sich diesen Mod an. Hey Kumpel, ich habe den Jungs drüben in X8 geholfen, das neue Spielzeug zu testen, das sie bauen. Hör dir das an, es ist eine Pistole, die ein Hundegehirn benutzt, um Ziele zu verfolgen. Sie haben mich gebeten, mit ihren Pistolen Auslösecode herumzuspielen und ich habe diesen Mod entwickelt. Würdest du das nächste Mal hier, wenn du hier bist, versuchen? Kellis überschüttet mich mit Arbeit, X13 für den kommenden Beruf der Projektleiter vorzubereiten. Und er will ein Geschütz eingerichtet haben, sodass wir nicht die neuen Sicherheitsvoraussetzungen verletzen. Danke. Aha. Was habe ich hier? Observation Areas.
Eine Kochplatte. Nehmen. Okay, Foxgeld, aber sonst ist hier nix. Das sind irgendwelche Beobachtungsplattformen, ja. Vorschlag. Während Slew damit beschäftigt ist, sich den Wanst vollzuschlagen und zu versuchen, neue Plätze als Versteck für Colors für seinen Junkfood zu finden, habe ich mich entschieden, mit einem Mod von einem der Techniker aus X8 zu experimentieren. Ich war vielleicht nicht in der Lage, mir wie dieser Eierkopf aus dem oberen Stockwerk einen Doktortitel zu leisten, aber ich habe schon programmiert, als ich noch Windeln getragen habe. Ich habe eine Menge an Redundanzen und sich exponentiell vermehrenden Schleifenfehler gefunden, die diese Fachidioten übersehen haben müssen. Meine Reparaturen sollten die Feuerrate dieser K9-Waffe, an der sie gearbeitet haben, verbessern. Vielleicht werden sie sogar implementiert, wenn ich sie da auf einem ihrer Tische liegen lasse. Gott, die würden mich nicht ernst nehmen, wenn ich versuchen würde, dafür den Ruhm einzuheimsen. Mhm. Was? Was ist das denn hier? Okay. Was ist das da hinten? Nichts. Das ist fast schon gut. Was ist hier? Techniker-Terminal. Testbeobachtung. Ich habe Mendoza beobachtet, wie er durch die verschiedenen X13-Tests gestolpert ist und habe einen kritischen Fehler im Stolperdraht im Metallaufbau gefunden. Ein begabter Wissenschaftler oder jemand mit fortgeschrittenem Wissen in Elektroreparatur könnte das Gehäuse aufbrechen und den FFI-Schaltkreis hacken, sodass momentane Testsubjekt ignoriert wird. Ich werde sehen, ob ich die Gehäuse verstärken kann, gleich nachdem wir die Projektleiter diese Woche die Einrichtung besucht haben. Mhm. Aha. Ein Robo-Hirn. Was habe ich hier denn für ein Terminal? Vorschlag. Achso. Jetzt muss ich da nur irgendwie runter. Am besten nämlich per Treppe. Da geht's runter. Sehr gut. Okay, was haben wir hier? Ein Geschützturm. Ah, okay. Schleichenfertigkeit. Was zur Hölle genau ist das hier? Metallkiste? Hä? Was ist das? Anzeige des Administrators, ja. Gut. Hallo, Sir. Hallo. Ich weiß nicht, was das genau ist. Oder so? Was muss ich hier genau tun überhaupt? Finden Sie Upgrades. So. Das ist da. Das andere aktiviert den grundlegenden Infiltrationstest, um damit zu beginnen, den Tarnanzug zu initialisieren. Das ist woanders. Das ist auch hier. Diese Tür. Ein Belohnungssafe. So, Testterminal, Testauswahl, grundlegender Infiltrationstest. Dies ist der grundlegende Tarntest. Die Roboter werden uns suchen, aber wir werden nicht zulassen, dass sie uns finden. Ah, okay.
Für diesen Test müssen Sie ein Dokument aus dem Büro des Administrators stehlen, ohne von den patrouillierenden Robotern bemerkt zu werden. Ein erfolgreicher Versuch wird automatisch die Software des Anzugs updaten und einen Gegenstand im Versorgungsschrank als Belohnung aufgeben. Erfolg. Erreichen Sie das Büro des Administrators und stehlen Sie das Dokument, ohne bemerkt zu werden. Fehlschlag bemerkt werden. Ja, gut. Ist das das Ding? Holen Sie das. Ja, okay. Interessant, dann ist das so ein Verstecktest quasi. Und wenn ich im Schleichen ganz schlecht bin. So, ich speichere mal. Ich weiß nicht, was passiert, wenn ich hier dran... Schade. Wir wurden von den Robotern entdeckt. Wenn du zurück zum Terminal gehst, um den Test neu zu starten, werde ich nächstes Mal nicht versagen. Okay, wenn ich das Ding einfach mit einem Stealth Boy machen würde? Ich weiß nicht, was dann wäre. Wetten, dass noch niemand so unbemerkt war wie ich? Ja, kann man machen. So, X13. Testdaten verarbeitet. Firmware auf Version 1.1 aktualisiert. Stiefeldämpfungssensoren online. Ja. Ein Bruch in X13? Nein. Nicht mal der Tarnanzug verbirgt sie vor meinen Roboskorpionen. Stecht den Eindringling! Böse Roboter. Böse, böse Roboter. Ja, gut. Dies ist der erweiterte Test. Achte auf Laserstolperdrähte. Die können einem nämlich ganz schön den Tag versauen. Das machen wir nämlich jetzt auch. Ja, ich habe die Zeit vergessen. Das ist blöd, aber das klappt ja dann. Wenn wir hier durchgehen. Und das ist das Büro. Oh oh. Na, kein Problem. In Ordnung. Bleiben wir alle ruhig. So. Testdaten verarbeitet. Firmware auf Version 1.2 aktualisiert. Akustisches Subnetz online. Das war's. Das war's? Was war's? Wir sind immer noch Gegner. Die mich aber nicht bemerken. Weil mein Stealth-Boy tatsächlich noch wirkt. Das ist ja mal das effektivste Mal, dass ich bisher Stealth-Boy verwendet habe. So, Testwahl. Experten. Dies ist der ultimative Tarntest. Wenn du dachtest, die Laser waren schlimm, solltest du mal auf die Annäherungsminen warten. Gut. Schnell speichern und los geht's. Hä? Der hier sieht ganz schön zäh aus. Ich weiß es nicht. Gefahr? Los, meine... Ich würde Bescheid... Okay, Stepp weit nachgelassen, das ist nicht so weit. Schlimm, ich werde angerufen. Ich mache Ihnen Cut. Bis dahin, tschüss.